Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Ostermontag, den 2. April. Heute dabei Google Maps, Snapchat, Pokémon Go und nochmal Pokémon Go. Ihr merkt schon, es ist Ostermontag, Feiertag und übers Osterwochenende gab es auch nicht so viele Tech-News. Von daher so eine Art kleine Sondersendung heute. Gucken wir mal, was so in Sachen, ja, nicht unbedingt April-Scherz, aber Osterüberraschung passiert ist. Und beginnen tun wir mit Google Maps. Denn da kann man seit Ostersamstag den Walter suchen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gibt eine Kinderbuchreihe, Wo ist Walter? In Amerika heißt das Where's Waldo? Und da muss man eben diesen Walter und ein paar seiner Verwandtschaft und Kollegen suchen auf solchen Bildern, wo der halt ganz schwer zu erkennen ist. Und das wurde jetzt ja bei Google Maps eben ja, hinzugefügt. An 5 Standorten auf der Welt gibt es halt ein Bild, das man sich angucken kann. Und dann kann man da den Walter entsprechend suchen. Aber auch seine Frau Wilma, den Hund Wau, den Zauberer Weißbart und seinen Bruder Terwal. Und wenn man das erfolgreich gemacht hat, dann gibt es noch ein extra Level. Nach diesen 5, wo der ist, verrate ich jetzt nicht. Und wenn man auch das erfolgreich gemacht hat, beziehungsweise auch, glaube ich, es reicht schon, den Walter überall zu finden, dann bekommt man einen Badge. Und der Badge, der wird angezeigt in dem jeweiligen Local Guides Profil der Person, die das gespielt hat. Local Guides, das ist bei Google ja die Variante da, wo man Bewertungen abgibt auf Google Maps, Orte korrigiert und Bilder beispielsweise noch hochlädt. Und dafür gibt es halt schon seit längerem jetzt diverse Badges in verschiedenen Stufen. Zum Beispiel, wie gesagt, wenn man 1000 Bilder hochgeladen hat und die so und so oft angeguckt worden sind. Und entsprechend an der Stelle ist nun auch der Walter bzw. Waldo Badge zu finden. Schöne Sache, wie ich finde, und ich hatte auf jeden Fall eine halbe Stunde Spaß hier. Wo ich keinen Spaß hatte, weil es in Deutschland nicht verfügbar war, sondern nur in den USA und Kanada, war die große Eiersuche bei Snapchat. Die haben nämlich 1 Million Ostereier auf der SnapMap versteckt. SnapMap, das ist ja diese Karte bei Snapchat, wo man seine Freunde zum Beispiel sehen kann, wo die sich überall so auf der Welt befinden. Logischerweise dann auch deren Snaps gucken, aber auch sich einfach an Orte ranklicken kann und dort die Snaps sieht, die so ja, da vor Ort gepostet worden sind. Eigentlich auch sogar eine ganz spannende Sache. Und da gab es jetzt halt Ostereier. Die konnte man finden, anklicken, sammeln. Und dann gab es auch so eine Rangliste, wo man entsprechend bis zum 1. April nachmittags US-Zeit da ja, hochklettern konnte. Und hinterher ja, ganz toll sagen kann, hier, ich war auf Platz 97 bei der Eierjagd. Tja, ob man das braucht, weiß ich nicht. Was ich auch nicht weiß, ist, warum das nicht gleich weltweit gemacht worden ist. Also da spricht ja technisch nichts gegen. Finde ich ein bisschen komisch, aber ja, mein Gott, es ist, wie es ist. Eine andere Sache wurde auch am Ostersamstag freigeschaltet, und zwar im Pokémon Go, der 8-Bit-Modus. 8-Bit bezogen auf die Pokémon, die man in seinem virtuellen Rucksack hat in dem Spiel und unten rechts im Radar. Die wurden nämlich nicht mehr in hochauflösender Grafik, sondern als 8-Bit-Grafik angezeigt, so wie beispielsweise damals auf einem Gameboy oder auf anderen alten Retro-Rechnern. Ja, was soll ich sagen? In erster Instanz sieht erstmal witzig aus, man freut sich. Nach einem halben Tag nervt es irgendwie zumindest mich und auch die Spieler von Pokémon Go, mit denen ich darüber geredet habe. Das Ganze kam mit einer Ankündigung in der App auch, die schon ein bisschen, ja, schon witzig geschrieben war, dass ja 8-Bit das neue 4K ist und bla bla bla. Von daher vermute ich, dass es jetzt wirklich echt nur in Anführungsstrichen ein erweiterter April-Scherz und vielleicht ist es heute schon vorbei, aber hoffentlich jetzt in diesen Tagen. Und wir bleiben bei Pokémon Go. Ich habe ja gesagt, 3-mal Pokémon Go dabei, mehr oder weniger. Also ihr könnt auch eventuell abschalten, wenn es euch zu viel ist. Aber für die, die es interessiert, es war bereits angekündigt zum Ende der Woche und am Freitagabend wurde wie üblich zwischen 21 und 22 Uhr, das ist ja die übliche Zeit bei Pokémon Go, für uns in Deutschland, wenn neue Sachen freigeschaltet werden und live gehen. Seitdem kann man die Forschungen machen. Feldforschungen und Spezialforschungen. Feldforschungen,
Da gibt es verschiedene Sachen, die man machen muss und man wird entsprechend belohnt mit irgendwelchen Bällen und anderen Sachen, die man im Spiel benutzen kann. Man bekommt allerdings auch einen virtuellen Stempel in so ein Stempelbuch und wenn man davon 7 hat, dann kann man ein legendäres Pokémon fangen und das ist wohl zurzeit der Lavados. Das hat natürlich noch keiner geschafft, weil noch keine 7 Tage rum sind. Die Spezialforschungen aber, da gibt es 8 Ebenen, Stufen, Levels, wie man es nennen möchte. Und wenn man die alle geschafft hat, dann kann man das bisher noch nicht verfügbare Pokémon Mew, oder ja, wieder so ausgesprochen, MEW, Mew, würde ich mal sagen, den kann man dann nämlich fangen am Ende und damit zumindest den Pokédex voll machen für die erste Stufe. Und das haben auch schon eifrige Pokémon Go-Spieler am Wochenende geschafft. Von daher, das ist belegt. Der ist jetzt also im Spiel und auch fangbar. Und die letzte News ist eigentlich eine eher ältere, schon ein paar Tage alt, aber ich kann sie ein bisschen vielleicht ergänzen. Denn am 28. März fand in Berlin die 5G-Konferenz statt und da waren auch ein paar Leute von Niantic und die haben von einem großen Event erzählt, der im Sommer in Dortmund stattfinden soll. Sie haben nicht gesagt, um was es geht. Deswegen war die Vermutung schnell, dass es sich um Pokémon Go handelt, obwohl die halt auch an Harry Potter Go arbeiten. Und ja, danach ist die Nachricht einfach rund gegangen und keiner wusste was Genaues. Aber ich kann aus gut unterrichteten Kreisen, die Info habe ich seit ein paar Monaten aus gut unterrichteten Kreisen, so ist es genau, wohl verraten, dass es sich natürlich um Pokémon Go handelt und es wird ein Pokémon Go Event in dem Westfalenpark in Dortmund geben. Und das Datum, was ich bekommen habe damals aus Westfalenpark nahen Kreisen, muss man sozusagen, ist der 30.06. gewesen. Ich weiß nicht, ob das immer noch steht, aber ihr könnt es euch ja einfach, wenn ihr Pokémon Go spielt und Interesse habt und vielleicht aus der Gegend kommt, einfach mal markieren. 30.06. Westfalenpark Dortmund Pokémon Go Event. Ja, sobald wir da Neueres wissen, kann ich es endlich bestätigen oder der Martin bestätigt oder wir haben ein anderes Datum oder es ist dann vielleicht doch noch ein anderer Event, aber das glaube ich wirklich nicht. Beim Datum kann sich natürlich immer noch was ändern. Ja, jetzt komme ich aber schon in Laberlaune und eigentlich war schon genug Pokémon Go für euch. Ansonsten halt, das passt übrigens auch, weil man ja in Pokémon Go Eier ausbrüten kann, also auch wegen Ostern. Ja, runde Sache zum Ende des Tages. Ich hoffe, wenn ihr das hört, wenn ihr heute überhaupt Bock auf Podcast hattet, dann habt ihr einen schönen Ostermontag und frei. Die meisten haben das ja. Es gibt natürlich ein paar Leute, die auch heute arbeiten müssen. Ansonsten, morgen ist wieder ein normaler Arbeitstag. Für viele, die zur Schule gehen oder Studium oder sonst wie, sind vielleicht noch Ferien. Ich hoffe, wir hören uns dann und dann haben wir auch wieder normale News und auch kein Pokémon Go, ich verspreche es. Also ich versuch's. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao, der Achim. Hört mehr Geek Talk.